wird geschwenkt. Hallo zusammen, willkommen zu einem weiteren Video der Speed Engineering GmbH. Mit Flo hinter der Kamera, der wundervolle Mareike, die Kameras liebt. Halt drauf. Hab's erwischt. Das wird auf gar keinen Fall rausgeschnitten. Das bleibt drin. Und wir sind in Castrop. Richtig, an dem Standort, an dem wir hoffentlich bald mal irgendwann bauen. Grüße an das Bauamt. Politischer Wille ist nicht da, dass ich hier produzieren kann. Es geht heute um Folgendes. Ein sehr abgefahrener Zufall. Bin hier lang gelaufen, dann habe ich den 992 GT3 S gesehen, der gar nichts mit diesem Video zu tun hat. Dann noch ein Hyundai, noch ein Megane und eine Supra. Was es gleich damit auf sich hat, erkläre ich dir sofort. Weil im Grunde ist Supra ja nichts Neues. Und ich will noch einmal ganz kurz noch was anteasern, wenn wir hier schon unterwegs sind. Guck dir das Ding mal an. Ja, mach die Hand da vorher, wenn der nicht fokussiert, finde ich gut. Ja? Sieht das geil aus? Ja, mega. Hä, das meinte ich gar nicht. Das Dixie-Klo dahinter. Passt farblich. So, naja, okay, also das Auto wird... drüber fliegen brauchen wir nicht. Wir haben schon ein Video gemacht von dem Fahrzeug. Das Auto wird heute ausgeliefert und geht an SWH, kommt dann auf eine Messe. Und wir haben fast alle Teile zusammen, sprich dann auch die finalen Teile, um unseren M2 zu bauen. Und da ist die Frage, ich habe eine abgefahrene Idee und wir brauchen eure Meinung. Ihr wisst ja jetzt alle, ihr wart ja bei der Entwicklung aller Teile dabei. Ihr wart bei der Entwicklung der Haubenauslässe, Flügel und so weiter, das kennt ihr alles. Sollen wir so ein ASMR-Video machen? Ich habe voll ehrlich, ich glaube, das ist geil. So ASMR-mäßig, so einmal in 10 bis 15 Minuten kompletten M2-Speed-Build. Meinst du das gut? Mit cooler Musik oder? Nee, ASMR ist ja ruhig. Oh. Hörst du nur Tobis Schnaufen, wie im Podcast. Immer so. Nein. Sollen wir das machen? Weiß ich nicht. Ich bin nicht so überzeugt von der Idee. Warum nicht? Weiß nicht, ASMR-Bild mit cooler Musik würde ich cooler finden. Aber ASMR ist ja wirklich so, du hörst die Ratsche, du hörst den Einbau, klack, 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 klack. Also wirklich so in 10 Minuten so ein komplettes Auto gebaut. Ja, schreibt's in die Kommentare. Ja, okay, Flo haben wir auf jeden Fall nicht dafür gewinnen können. Damit kann man mich gewinnen. Ja, wie ihr seht, passiert Speedmoto-technisch auch. Motorradtechnisch viel, teiletechnisch geben wir Gas. Ja, ich weiß. Na, guck mal, also, die Nächsten, die das Auto cool finden. Ja. Ja, geil. Also, zurück zum eigentlichen Thema. Und zwar, wir waren bei Toyota in Bielefeld, wo wir auch die Supra gekauft haben und wo wir auch den GR86 gekauft haben. wo wir auch den GR86 gekauft haben. Wenn ich jetzt sage, dann film mal direkt rüber. Genau, also wir waren bei Toyota, wo wir den GR86 und die Supra gekauft haben. Und wir waren dort für einen Toyota Hilux. Kennst du den Hilux? Pickup. Ja. Cooles Auto, weil wir Zugfahrzeuge brauchen. Wie das so ist, sitze ich da und dann haben wir das alles besprochen und dann machen wir das und dann haben wir den nächsten Pickup. Geil, können wir mitziehen zur Rennstrecke, weil es sind ja nun mittlerweile einige Fahrzeuge und die müssen irgendwie da hinkommen. Und plötzlich ging es um eine 3-Liter Supra-Schalter. Und wie es der Zufall so will, laufe ich hier dran vorbei, denke mir, boah, geiles Kundenfahrzeug, frage in der Werkstatt, was kriegt der denn so? Und dann sagen die, ja, komplett alles. 3 Liter, ja. Schalter, ja. Und dann haben wir den Kunden angerufen und gefragt, dürfen wir das Auto mal fahren? Und jetzt bist du live dabei bei der Entscheidungsfindung eines vielleicht zukünftigen Fahrzeugs. Jetzt denkst du dir, nochmal eine Supra. Genau das denke ich mir auch. Also fahren wir jetzt mal eine Runde. Also zugegebenermaßen, jetzt mal wirklich Klartext und ohne Geplänkel. Ich versuche euch ja bei ganz, 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 ganz vielen Dingen mitzunehmen. So bei nahezu allem, was irgendwie geht. Jetzt ist es so, wir sind kein Unternehmen. Drittes Pedal fühlt sich echt anders an in diesem Auto, ey. Warum steht der AC Schnitzer drauf? Da ist irgendwie ein AC Schnitzer Paket, soll das Auto haben. Sehe ich von außen nicht. Kein Flügel und so, aber weiß nicht, irgendwo. Wo steht ein AC Schnitzer? Auf dem Abstellding da für den Fuß unten. Ach so, da unten, ja, die Pedalen irgendwie, ne? Keine Ahnung. Ach, interessant. Also ich versuche euch überall mitzunehmen, wo es nur geht. Leider ist es so, wir sind kein Unternehmen wie zum Beispiel jetzt JP Performance.
da geht es ja hauptsächlich um die Unterhaltung. Bei uns geht es ja hauptsächlich um die Bauteile. Die ganzen Videos sind eine Nebentätigkeit für uns. Ich finde es teilweise schade, weil bei uns ist es immer so, bei den Jungs läuft halt die Kamera quasi täglich. Bei uns ist es so, wir müssen planen und Termine machen, um zu drehen. Und es passieren nun mal rundherum und nebenbei ganz, ganz viele Dinge. Das heißt, bei ganz vielen Dingen seid ihr leider nicht dabei. Aber jetzt ist es halt so ein netter Zufall. Und zwar ist das eine Entscheidungsfindung. Wir haben ja gesagt, der TT ist vielleicht weg und es muss ja irgendwie mal weitergehen. Und eigentlich ist das eine völlig blöde Entscheidung, nochmal eine Supra zu kaufen. Aber es ist ein bisschen auch eine Herzensangelegenheit, weil ich habe für mich gesagt, das nächste Auto, welches ich primär fahre, was ich halt viel fahren werde, muss wieder ein manuelles Getriebe haben. Definitiv. Viel fahren mit Straße oder viel fahren Rennstrecke? Mit Straße. Krass. Was denn? Ja, das ist quasi mein Auto und hier ist jetzt immer so ein Knüppel. Für Rennstrecke ist der Automatik eigentlich immer besser, oder nicht? Das ist ja das Ding. Weil schau mal, unsere Supra, die bauen wir ja komplett, also komplett radikal jetzt um. Ne? Also ja. Unsere Supra mit Einschweißzelle, mit Leistung, mit alles leicht, Carbonarmaturenbrett, also wirklich Endstand. Das Auto wird ja, von der Performance wird es krasser sein als ein GT4 Supra. Wird es, weil, also nicht weil wir besser sind als Toyota Gazoo Racing und sowas, das auf gar keinen Fall, aber wir haben mehr Freiheiten, weil die GT4 Supra unterliegt einem gewissen Reglement. Das tun wir nicht. Mhm. Deswegen können wir wirklich mehr ausflippen. Also das Auto wird Endstand und dafür sind Wippen perfekt. Mir geht es darum, wir haben wirklich viele, bevor ich weiterfahre, wir haben wirklich viele Zuschauer, die sind eigentlich viel schlauer als wir, die genießen ihr Auto viel häufiger. Wir genießen unsere Autos ja fast nur auf der Rennstrecke. Und für die Zuschauer möchte ich halt auch in Zukunft, dass wir Autos bauen. Das heißt wirklich geile Clubsportfahrzeuge. Und danach soll sich auch der nächste Autokauf richten. Und da kommt für mich natürlich eine Supra auch in Frage. Ich weiß, es wäre grundsätzlich blöd, weil das haben wir alle schon gemacht, aber deswegen reden wir miteinander. Ja, ich hatte dich ja vor 2 Wochen, glaube ich, gefragt, ja, wo wir diese Aero-Analyse gemacht haben, ja, wenn ich die 3-Liter-Supra geholt habe. Und da hast du gesagt, Gewicht und wir kriegen die andere schneller hin. Richtig. Aber wenn wir das jetzt hier als Clubsportauto bauen, ich meine, Gewicht, also wirklich jetzt diese 100 Kilo oder was, die kommen wirklich nur zu tragen, wenn du es wirklich ernst meinst auf der Strecke. Mhm. Wenn du ein Clubsportauto baust, so what? Aber der hat hier alles Carbon drin, ne? Also Carbon-Armaturenbrett. Ja, ja. Ach, Armaturen sag ich schon, hier Mittelkonsole. Ja, ja, ist hier so ein Carbon-Paket. Also für mich ist das... Wie findest du das Interieur grundsätzlich? Was, bis auf den Display finde ich es gut. Das Display magst du nicht? Nee. Geil, dass du das sagst, ey. Warum? Weil wir haben gestern bei mir haben wir hier so ein Kencheck-Display eingebaut. Dafür muss das hier demontiert werden. Ja. Als das hier weg war, sah das Auto viel geiler aus hier. Aber ich finde, es fühlt sich jetzt komisch an, weil hier hinten was drin ist. Und bei uns ist alles leer. Und du kommst hier normal ins Auto rein und kommst normal raus. Ja. Wir fahren das Auto mal. Wir fahren mal hier jetzt 1-2 Runden, weil wir das mal ein bisschen warm fahren. Wie leise der auch ist, ne? Also Innenraum. Mhm. Bei uns kracht ja alles, weil alles raus ist. Ja, bei uns fliegt auch das Differential auseinander. Der hat ein automatisches Rev-Up. Ja, das kenne ich vom Hyundai, kenne ich das. Das Zwischengas. Rev-Matching. Rev-Matching. Das ist einfach ein geiles Auto. Also es gibt wenig, ich glaube auch, da bin ich der festen Überzeugung, dass dieses Auto, wenn du es gut behandelst, dass das eine Wertanlage ist. Weil wenn du mal überlegst, welches Auto wird, also welches reinrassige Coupé, Verbrenner-Coupé mit einem 6-Zylinder-Motor wird in Zukunft noch gebaut? Nach meiner Berechnung keines. Glaube ich nicht. Also ich weiß, es gibt so ein paar, ist immer so, ich habe den einen oder anderen Kontakt und weiß, dass BMW auf jeden Fall noch einige Jahre Verbrennermotoren bauen wird und auch potente 6-Zylinder-Verbrennermotoren bauen wird. Wir reden hier nicht von 2035, wir reden von länger. Aber ein Coupé in seiner reinen Form, wie das hier, 2 Türen,
sehe ich nicht mehr in der Zukunft. Und daher glaube ich schon, sind solche Autos hier eine Wertanlage. Aber ist nicht der direkte Konkurrent hier für der Z4? Ja, ist ein Cabrio, ne? Oder kannst du dich vergleichen? Z4 nicht so in der Form hier? Nein. Okay. Nein. Also das ist das Pendant. Das ist hier ein Z4. Ja, aber ich dachte, es gibt doch eine ohne Cabrio jetzt ein Z4 oder so. Nein. Nur noch Cabrio. Deswegen wurde die Supra gebaut. War mehr Drehmoment, finde ich, jetzt im unteren Bereich schon. Findest du nicht? Als bei unserer? Ja. Gar nicht. Echt nicht? Gar nicht. Also vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt nicht so fest hier im Sitz drin hocke. Gar nicht. Bin ich selber gerade ein bisschen erstaunt. Weil wir fahren ja nur mit 320 PS oder sowas. Ja, hier 340. Ach so. Aber vielleicht ist das Ding auch wirklich so abgestimmt, dass es eine Saugercharakteristik hat, dass er ein bisschen weiter oben kommt. Aber ich... Es hat sich jetzt unten rum angefühlt, es hat irgendwie mehr Dampf, so ein bisschen. Mm-mm. Aber also es ist, glaube ich, auch echt eine Art vom Sitz, wie du da drin hockst, ne? Mhm. Ich komme immer mehr, da muss ich sagen, bin ich auch echt gespannt, wie ihr das seht. Ich war vorher sehr pro Elektro, beziehungsweise hatte da, ich habe auch noch immer nichts gegen Elektro, gar nicht. Aber mit der Zeit ist es so, dass ich mich immer mehr nach Oldschool-Sehne. Also Verbrenner und handgerissen und so. Das war für mich immer so ein bisschen Petrolhead-Gerede. So, muss handgerissen sein. Hubraum statt Wohnraum. Zylinder statt Kinder. Zylinder statt Kinder, so ein Scheißgelaber. Aber ich finde irgendwie immer mehr Gefallen wieder an sowas, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt sag mir mal, ob das mehr Dampf hat. Ja, hat es. Ja, hat auch merkst du, das Auto schwimmt? Merkst du nicht, weil ich es ausgleiche, aber noch hat mehr Dampf. Also ich finde, man merkt, dass er mehr Drehmoment hat. Doch, hat er. Hat er. Gar keine Frage. Aber am Schwimmen... Beim Gas geben, ne? Ja, übel. Wir machen gleich mal noch einen Pull. Manuell ist schon gut. Aber ich finde es auch, wenn du bremst, dass er vorne so eintaucht irgendwie, oder? Ja, toll. Guck, wie der vorne hochgeht. Was habe ich, aber ultra weich. Das ist echt krass. Das Auto rollt extrem, rollt und wankt. Also es rollt halt um die Achse und taucht extrem vorne so hinten ein bei Lastwechsel. Also das Auto ist... Also natürlich ist es ein richtig geiles Auto, aber das ist so ein typisches BMW Z4-Ding. Die haben es seit 20 Jahren, kriegen die es nicht hin, ab Werk für einen Z4 oder einen Coupé ein Setup rauszubringen, das funktioniert. Das kriegen die nicht hin. Guck mal, zum Beispiel der neue M2, den wir jetzt gefahren sind. Ja. Out of the box. Mega. Das ist top. Mega. Was für einen mechanischen Grip. Sobald das hinten abflacht und wir eine reine Coupé-Form haben, muss BMW, weiß nicht, da ist irgendeiner bei BMW zuständig, der ist nur da, um reinzuscheißen. Wirklich. Aber ich finde es krass, wie stark man den Unterschied merkt zwischen Serienfahrwerk und umgebaut bei dem Auto. Ja, und wir sind jetzt noch nicht in den Aero-Bereich reingekommen, ne? Das ist auch nochmal doll. Warte, jetzt kommt hier nochmal ein scharfer Knick. Übersteuern, dann untersteuern. Aber es war jetzt auch noch Serienfelgen und so alles drauf. Das ist alles, das komplette Fahrzeug ist Serie. Und ich will jetzt auch hier nicht übertreiben, weil es ist ein Kundenauto, ne? Da will ich jetzt hier nicht den Shit aus dem Auto rausfahren. Aber es, also, was ich richtig gut finde, ist, der Kunde, er ist jetzt schon, wie viel ist er gefahren? 9000 Kilometer, sehr gut. Das heißt, er kennt das Auto. Der Kunde wird ein völlig anderes Fahrzeug vorfinden. Ein völlig anderes Fahrzeug. Aber weißt du, was ich finde? Das ist wichtig, dass wir das Auto jetzt gefahren sind, weil... Also macht dieses Auto emotional was mit dir? Macht schon Spaß. Ja. Ich finde das vom Drehzahlband sehr angenehm. Das irgendwie vermittelt schon ein bisschen Emotionen auch. Weißt du, was
Ja, schon, aber halt so ein bisschen, ne? Weißt du, als wir hier in dem Porsche saßen? Ja gut, das war was anderes. Es war auch laut und... Wir sind beide völlig ausgeflippt, ne? Das war schon was anderes. Da bist du auch richtig rumgeflogen. Ja, das ist halt so ein bisschen das Ding. Also das Auto ist... Aber ich finde, an dem Auto jetzt, ich weiß nicht, da sitzt, geht wahrscheinlich noch weiter runter. Aber ich sitze schon sehr hoch. Ah, okay, genau. Ja, doch, geht noch runter. Okay, so ist schon angenehmer. Also die Supra ist das perfekte Clubsportauto. Das Ding kann wirklich alles. Du hast halt Apple CarPlay, du hast eine geile Soundanlage. Wenn wir mit dem Auto fertig sind, ist es auch wirklich schnell. Und der Kunde wird nicht alles rausreißen, wie es bei uns ist. Das ist eines der perfektesten Clubsportautos, das du kaufen kannst. Es wird in Zukunft auch wertstabil sein. 100%. Wir werden es optisch so bauen, dass es ein absoluter Hingucker ist. Aber weiß ich nicht. Was wiegt das Auto denn? Über 1,5 Tonnen. Fast 1,6 Tonnen. Unser wiegt aktuell 1,4 und wir können noch viel rauswerfen. Mhm. Aber das Auto wiegt, ich glaube, circa 1,6 Tonnen. Ja gut, das ist 1560, irgendwie so eine Geschichte. Mhm. Das ist ja trotzdem noch deutlich leichter als der M2 mit, weiß nicht, 9 Kilo Unterschied. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber leider nicht deutlich günstiger. Das finde ich halt auch ein bisschen kacke. Was kostet die denn hier? Also die 3 Liter Supra? 3 Liter Supra, Handschalter, bist du bei 65.000. Legst 10 drauf, hast einen M2. Ah ja, ich finde es vom Preis nicht gerechtfertigt. Nee, vor allem hat der M2 ja noch... Ja gut, das ist ein sehr geiler Motor, aber der M2 hat noch mal einen neueren Motor als der dran. Ne? S58, das ist der B58, der ist auch endgeil. Man sagt ja, dass die Supra hier als 500 PS-Variante mit dem S58 auf den Markt kommen soll, Handschalter. Weiß ich noch nicht, ob das passiert. Wenn das passiert, dann gebe ich ganz klar einen Tipp raus. Kaufen. Auf jeden Fall kaufen, weil das Auto wird in Zukunft sehr viel Geld sein. Das wird das Phänomen sein wie bei einem Z4 M-Coupé E86. Die liegen jetzt bei, mit über 100.000 gelaufen, liegen die bei 45.000, 50.000 Euro. Die hast du eine Zeit lang, hast du die für 25 gekauft. Okay. Ja, das wird bei dem Auto genauso passieren. Weil sollen wir nicht sowas mal swappen? Ha? Sollen wir da nicht mal einen anderen Motor reinkloppen? In so eine Supra? In unsere? Ja, nee, vielleicht nicht direkt in unsere, die wir jetzt da als Racing-Mobil umbauen, aber... Ja, aber noch eine kaufen und dann nochmal direkt swappen, ne? Ja, klar. Auf gar keinen Fall. Also würde ich eine 3-Liter-Supra kaufen, würde ich sie auf keinen Fall swappen, weil der Motor hat gigantisch viel Potenzial. Bei unserer sehe ich auf jeden Fall einen Swap, aber Sauger mit sequenziellem Getriebe. V10. Mhm. Ja. Du tendierst eher zu nein, richtig? Schalter, ja. Supra. Also ich finde es mega gut, aber es lohnt sich, glaube ich, nicht. Okay, was würdest du eher sehen? Schwierige Frage, weil ich ja auch super mich auskenne im Autobereich. Ne? Also ich würde einfach unsere fertig bauen und dann das Thema Supra, glaube ich, abschließen, bis der M2-Motor kommen sollte. S58, B58, was ist das Ding? S58, ja. Oder ich dann irgendwann... doch das Geld habe, dass ich mir eine einfach hinstellen kann. Ja, oder du schlägst mit unserer ein, wir brauchen sowieso eine neue. Ja, oder so. Kann auch vorkommen. Mhm. Schwierig. Was ist denn das hier hinten? Dieser Riesenkasten. Zapufe. Und der ist wichtig. Ja, also wie immer, ich habe... ihr habt wirklich großen Einfluss auf die Entscheidung in dieser Firma. Das ist tatsächlich so. Das war bei der, behalten wir die Supra oder nicht, war das der Fall. Auf Basis eurer Kommentare haben wir das Auto behalten und beschlossen, das Auto jetzt komplett radikal zu bauen. Verkauf Audi TTS. Ich sage es jetzt offiziell. Wir werden das Auto verkaufen. Hatte auch maßgeblichen Einfluss, was ihr da geschrieben habt und wie ihr argumentiert habt, etc. Und genauso haben eure Kommentare Einfluss auf ein mögliches nächstes Auto. Da sage ich aber auch ganz klar, versucht euch mal vielleicht mal ein bisschen von dem, also ich beneide es, dass ihr sehr wirtschaftlich denkt, also für das Unternehmen denkt, aber versucht euch mal ein bisschen davon zu trennen, so also ein bisschen davon zu lösen, weil es irgendwo halt auch einfach eine emotionale Sache ist. Ne? Emotional bedeutet für mich, also was für mich wichtig wäre, Handschalter, finde ich geil. Und ich bin letztens einen Sauger gefahren. Ne? Weißt du, was das Geile an einem Sauger ist? Du kannst ihn halt richtig hochreißen. Du hast halt dieses, du hast dieses,
diese Emotion, dieses Feeling. Weil er so hoch dreht? Weil er so hoch dreht, aber du bist nicht blitzschnell. Du bist nicht auf. Mit dem hier, wenn ich den jetzt hochreiße, wir sind froh bei 200, egal wo. Ist wie so ein Roller, ne? Wenn er Sportauspuff hat, dann. Genau. ja. Aber da bleibt halt nicht viel, ne? Saugertechnisch. 987, weiß ich nicht. Ja, okay. Komm raus hier. Das Auto ist so foliert. Okay. Ach so, habe ich auch nicht gesehen. Ja. Okay, ich bin sehr gespannt. Das Auto wird auf jeden Fall ein völlig anderes, wenn es der Kunde bekommt. Ich bin wieder gespannt auf eure Kommentare. Für mich ist es... Hat mich jetzt nicht völlig aus den Latschen gehauen. Also es ist nach wie vor eines der geilsten Autos der Welt, sage ich nach wie vor. Aber der Unterschied hat mich nicht völlig aus den Latschen gehauen. Wenn das Auto jedoch fertig ist, sieht es wahrscheinlich anders aus. Das Ding braucht ein Fahrwerk. Ja, braucht alles. Wir bekommen Tonnenlager, Fahrwerk, die anderen Kotflügel. Aber allein das Fahrwerk wird schon sehr, sehr viel ausmachen. Ja, also ich fände es heftig, wenn du so ein bisschen Gas gegeben hast, dass er vorne so hoch kam. Dieses Rollen und Wanken, ich weiß nicht, warum das so doll ausgelegt ist. Wie gesagt, der M2 hat es ab Werk nicht ganz so krass, aber bei dem Auto ist es wirklich heftig. Also ganz klar an alle Supra-Owner, wenn ihr das macht, ist das ein Mehrwert an Performance, der ist fast nicht messbar. Also wirklich ein völlig, völlig anderes Auto. Und wenn ihr nicht auf der Strecke fahrt, Schalter ist das Ding. Sehr geiles Ding. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es serienmäßig so hoch ist, das Auto. Doch. Ja, brauchst du dir nicht vorstellen, ist so. Ernsthaft? Ja, das ist so. Das sieht irgendwie nicht so... Sieht nicht richtig aus, ne? Nee, weil das Rad steht so weit drin. Nein, das ist so. Das ist einfach also, so. Wenn du hier stehst, siehst du das Rad schon gar nicht mehr. Ja. Ja. Das ist, komm mal zum M2. Das ist ja beim M2 nicht anders. Zum blauen oder zu dem? Zu dem. Zu unserem. So. Der ist zwar jetzt tiefer, weil das Evo R drin ist, aber... Oh, hallo! Warte mal. Der ist zwar jetzt tiefer, ne, weil Evo R drin, aber... Guck mal, wo das Rad ist. Tschüss! Ja. Ist nicht ganz so schön, ne? Hier. M4. Aber der hat viel größere Felgen, oder? Ja, der hat riesige Felgen, aber guck mal. Rein. Tschüss. Ich finde das aber gut, dass alle Autos so sauber sind, die hier stehen. Sahara-Sand. Sahara-Kacke, ey. Ja. Der wird schick. Und schnell. Das wird das absolute Ohrfeigen-Batmobil. Das Ding wird alles komplett wegschallern. Wirklich jetzt. Das Ding wird richtig gut. Ich weiß nicht, wie repetierbar, also wie viele Runden hintereinander. Das kann ich nie garantieren. Also ich sag mal so, 2-3 Runden wird er sehr schnell sein. Danach vielleicht kurze Pause machen. Aber das Auto wird Endstufen brutal. Und da ist es, ich bin für das ASMR-Ding, bin ich ehrlich. Das wird schön, so ein richtig entspannendes Video. Weißt du, was ich meine? Ja. Was du einfach anmachst und einfach genießt und siehst, wie dieses Auto Stück für Stück einfach entsteht und daraus dann ein Speedauto wird. Du fühlst es noch nicht, ne? Ihr fühlt es aber. Schreibt es bitte in die Kommentare, damit ihr es für Flo mitfühlt. danke fürs Zuschauen. Und wir werden alles lesen, nicht alles beantworten, aber alles lesen und es wird Einfluss auf einige Dinge im Unternehmen haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.